die gesamte Ernte, also die Beeren am Stiel, wird abgeladen und über das Förderband in den Gärbehälter eingebracht. Die Maische bleibt dann 10 Tage lang im Gärbehälter liegen und die Temperatur muss kontrolliert werden. Gegebenenfalls wird Kälte zugesetzt. Hier der Thermometer an einem Holzstab. 10 Tage lang bleibt die Maische liegen und dann kommt der Moment, bei dem der Gärbehälter unten aufgemacht wird, die Tür öffnet sich und man sieht, dass die Maische herausgebracht wird. Rechts der Saft, der sich im Gärbehälter unten abgesetzt hatte. Das ist der soeben herausgelaufene Saft, Le Paradis. Er hat schon den nötigen Grad an Alkohol. 12%. Und die vergorene Maische, die muss nun rausgebracht werden. Zunächst von außen über die Tür und dann der Rest. Da muss jemand reinsteigen, die Gabel in die Hand nehmen und durch die Tür rausschaufeln. Das macht Georg. Da braucht es stets einen Freiwilligen. Und naja, schaut's euch mal an. Regardez donc. Geschafft. Der Tank ist leer. Georg kann raussteigen. Die herausgeschaufelte Maische ist über die Pumpe zur Presse gebracht worden. Und wird von Bernhard darin schön verteilt. Voilà, der Presssaft, le jus de presse. Und der wird mit dem jus de tire, dem Saft, der sich im Tank unten abgesetzt hatte, schon nochmal zusammengefügt, 14 Tage lang vergoren und fertig ist der Beaujolais. Georg, danke. Ohne dich wär's nicht gelaufen.